Alles klar. Was ist denn los? Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Real Life RPG 7.0. Heute bin ich als Rackler unterwegs und ich bin zwar nur für eine Stunde auf dem Server gewesen, aber den Einsatz, den ich da hatte, der hat Spaß gemacht. Und den zeige ich euch heute. Here we go. Hallo, haben Sie den Auftrag geschrieben? Genau, ja. Wegen dem LKW hier. Ah, okay. Was haben wir denn? Zeigen Sie mal her. Einmal alles. Einmal alles. Ist der Wagen aktiv? Okay, gucken. Okay, dann lassen Sie mich mal gucken. Also vorhin hat ja schon mein Herr gehalten, der einigermaßen den Motor repariert hat, damit es nicht mehr so qualmt. Ja. Was war es bis jetzt noch? Ich schätze, den LKW müssen wir abschleppen und in die Werkstatt bringen. Ja. Weil das ja ein Unfall war mit noch einem anderen, der Verkehrsflucht begangen hatte, habe ich die Polizei noch gerufen gehabt. Ja, war die schon hier? Dass sie unterwegs ist, aber wann die sagen, also wann sie da sein wollten, haben sie nicht gesagt. Oder wann sie ungefähr da sind. Ja, okay, also wir müssen dann jetzt sowieso noch kurz warten, bis ein Abschlepper da ist, der sie dann holt. Ja. Und was ich jetzt soweit schon mal mache, ist, dass ich halt bei dem Fahrzeug die Reifen schon mal austausche, damit wir den vernünftig aufladen können und nicht noch mehr kaputt machen. Und währenddessen kommt bestimmt noch die Polizei dann. Gut, alles klar. Super. Ist gerade jemand frei? Ja, warum? Ja, ich bräuchte bei mir noch einen LKW-Abschlepper. Für welchen? Sieht aus wie ein 14-Tonner Scania. Oh nee, 14-Tonner Actros Mercedes. Ja, alles klar, sind auf dem Weg. Geladen? Ziegelsteine, Paletten. Ah, Ziegelsteinpaletten. Okay, wie ist dann das Gesamtgewicht des LKWs? Oh, das müsste, glaube ich, bei Tonnen oder so irgendwas sein ungefähr. Können Sie das mal für mich rausfinden? Das wäre super. Ich lade mal kurz einen ab und wie oft dann sehe ich das, ja? Ja, ja. Tonnen sind das gerade. 8,3 Tonnen. Alles klar. Oh. Was ist denn los? Ist ja merkwürdig, der LKW heute. Doofes Ding. So, Burger, sind jetzt auf dem Weg vom HQ zu dir. Super. So, hoffentlich nimmt er den Reifen besser an.
braver LKW, du magst doch Reifen. Bleib einfach da stehen. Genau. Siehst du, man muss nur mit den Autos reden. Die haben auch ein Herz und Seele. Ein wenig Liebe brauchen die. Ja. Jo, LKW, ganz ruhig. Kriegst du einen neuen Reifen, wird wieder alles gut. Ruhig, aus, großer. Der wird die mitnehmen. Ja gut, dann dürfen sie, können sie ja ausladen und er kann dann parallel einladen. Dann lade ich die eben aus. Super. Kann das nicht aufmachen? War doch irgendwie schwierig. Da sind wir jetzt auch noch bei 4,3 schon wieder. Ja, super. Das ist dann, denke ich, für den Abschlepper kein Problem mehr. Super, also der Abschlepper. Na, der ist auch schon auf der Straße. Da ist er. Dann würde ich der Polizei eben schreiben, dass ich jetzt im Hackverkudern bin. Ja, machen Sie das, machen Sie das. Moin. Hallo. Sie kurz Zeit, Herr Racker? Wofür? Die Lichter an dem Fahrzeug funktionieren irgendwie nicht. Sie da mal irgendwie kurz drüber schauen. Na super, ihr habt ja schon aufgeladen. Jo. Also der hat schon niegelnagelneue Reifen, die habe ich schon einmal alle 6 gewechselt, damit wir den aufladen können. Mhm. Der müsste jetzt halt in die Werkstatt, der hat kaputte Wanne, Motor hat gequalmt, also der ist halt. Willst du ins HQ kommen, den selber fertig machen oder sollen wir den fertig machen? Da komme ich ins HQ, mach den auch mit fertig. Machst du den mit fertig, alles klar, gut. Ihr müsstet mir den nur in die Werkstatt stellen. Naja, kein Problem, kein Problem, darum geht's ja. Also kommst du dann nachgefahren, alles klar. Ja, ich komme dann auch mit. Ich sammle dann mal meinen Kram ein. Jo. Wie viele Leute könnt ihr mitnehmen? 4. 4? Ja. Aber der eine sitzt dann halt so halbwegs oben rausguckend. Kann ich dir mal zeigen, warte. Hier. Hi, na? Was ist das denn? Hi. Das ist ja Scheißdreck. Schöne Aussicht da oben. Ja gut, dann nehme ich aber den Herren mit. Nee, der kann ja auch hinten sitzen. Wie gesagt, das ist 4 Sitze. Also hinter dem Beifahrersitz ist ja noch ein Sitz. Ja, dann fahren Sie hier mit, dann komme ich dann nach. Ich sammle hier alles ein. Ja, dann steigen Sie mal ein. Thank you.
welche Halle wollt ihr rein? Hätten die jetzt die 6 gegeben. Ist mit dem Schlepper am einfachsten zu erreichen. Das war die falsche. Ja, mach nicht. Kannst. Ja, reicht schon. Ja, kannst. Gut, vorfahren. Ganz vorfahren. Da ist ihnen auch noch der Sprit ausgegangen. Ich gehe mal einen Tanker holen. Ich hab Benzinkanister im LKW. Ach Quatsch, den müssen sie doch jetzt nicht da reinfüllen. Das können wir doch ganz easy machen hier. Ich gehe mal fix was holen. Denn für ein Auto? Er hat einen Jeep Cherokee.
Weil dann habe ich ja heute sämtliche Fahrzeuge von ihnen gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Ja. So, dann tanken wir das gute Stück auch noch einmal voll. Der Tank ist ja komplett ausgelaufen bei dem Unfall. Sag, machst du mir gerade mal die 7 auf, wenn du Zeit hast? Ja, der war sowieso schon fast komplett leer. Mhm. Sisi. Danke. So, dann gucken wir mal. Ach, ja. Da geht noch was. Ja, das kostet auch so ein halbes Vermögen, das den voll zu tanken. Ja, das stimmt. Was zahlen sie jedes Mal? Ich glaube 1500 oder so. Oh, das ist wirklich ein halbes Vermögen. So. Burger zum Tanken. Alles klar. Sind aber auch nur 60 Liter, die da reinpassen. Dann setz mich gerade mal rein, guck mal nach. Oh. Mit dem AC-Muskel einsteigen, der Ding ist ein bisschen der Käfer. Jo. Tun wir gerade mal gucken, welche Räder hier einen Druck verlieren. Okay. Achtung. Der braucht. Achso, warte mal, ich mach grad mal eins hoch. Achtung. Da bin ich schon bereit. So, dann fahre ich Ihnen Ihr Fahrzeug noch nach draußen, stelle Ihnen das auf den Parkplatz und dann können Sie zum Kundenschalter kommen. Oh, alles klar. RTW. Supi. Für drei Abschlepper. Oh, so negativ. Stopp, Moment! Ich brauche noch einen Schlüssel. Das vergessen. Ohne den wird das ein bisschen schwierig. Ja, müsste es sein. Danke. Ich komme noch mal kurz mit, falls das der falsche ist. Ich habe mehrere Schlüssel von dem Marktplatz. Ist der richtige. Gut. Burger. Höre. Ja, es kommt gleich Dispatch vom Rettungsdienst rein. Da stehen wohl in der Autobahnausfahrt Richtung Wallenfeld. Stehen wohl mehrere Fahrzeuge, sowohl zivil als Polizei. Könntest du da mal hinfahren? Nimm genug Decken mit. Wofür brauche ich denn die Decken? Ja, ich weiß nicht, wenn da mehrere Fahrzeuge stehen und kannst du nur eins aufladen. Weil die meinten irgendwie, wir brauchen mehrere, aber momentan. Ach so, die Decken. Ich dachte, die Schlafsäcke. Oh mein Gott. Ja gut, wenn da ein LKW steht, brauchst du auch ein paar mehr davon, ja? Ja, ich mach den Kunden noch fertig und dann fahrst du mal hin. Ja, alles klar. So, der Herr, dann gucken wir mal ganz kurz. Sind Sie denn schon öfter Kunde hier gewesen? Eins, zweimal im Auto, aber... Das waren eher so Gebrauchsspuren. Das waren eher so Gebrauchsspuren. Alles klar. Kein Problem. So. Dann müssen wir jetzt einmal ganz kurz gucken. Nee, das ist nicht meins. Das hier ist frei. So, also wir haben insgesamt 6 Reifen ausgetauscht. Dann haben wir einmal den Motor repariert, wir haben uns die Hülle angeguckt, sie haben 2 neue Lichter bekommen und wir haben einmal den Tank repariert. Dann Kupplung war in Ordnung, das Getriebe mussten wir reparieren
Die Batterie hat gequalmt, da haben sie auch eine neue bekommen. Bremsscheiben haben wir die beiden vorne austauschen müssen, genauso wie die Bremsklötze und die Federn. Die Aufhängung war vorne so, halt. Große Burger, wir wünschen euch noch angenehme 20 Minuten. So, wir sind dann jetzt mal weg. Bis dann. Ja, du mich auch. Eine diverse Anzahl an Schrauben benötigt. Zwei neue Sicherungen. Und für den Tank haben wir eine neue Dichtung eingebaut. So, Motoröl gab es dann ein paar neue Liter. Genauso wie die Bremsflüssigkeit und Scheibenreiniger. Das hängt ja bei Ihnen alles vorne mit dran, das wäre ja komplett zerdellt. Super. So. Sollen Sie draus machen? Dann das. Das erklärt alles. Das war ein bisschen schnell gewesen. Mari! Bis dann. Alles gut? Alles gut? Hi, und tschüss. Ja, kannst du zum Auto oder nicht? Burger kommt. Super, dann hat das der abgeschleppt. Der Abschleppweg beträgt 1000 Meter, machen wir dann mal. Das hatten wir schon mal. So. Hast du schon auf Klug erzählt? Ne? So, warte mal kurz, ich nehme mal kurz einen Tupfer, dann spüre ich dir mal kurz deinen Tupfer ab. So. Alles klar, ich wünsche euch was, Jungs, und bis gleich, mein Baby. Ja. So. Damit hätte ich die Rechnung dann einmal fertig geschrieben. Also ganz kurz für Sie, wir haben 6 Reifen, einen Motor, wir haben eine neue Wanne eingesetzt, 2 neue Lichter, den Tank gemacht, die Kupplung war in Ordnung. Es gibt ein neues Getriebe, eine Batterie wurde ausgetauscht, dann haben wir die vorderen, also bei den vorderen haben wir die Aufhängung neu machen müssen, da haben wir jeweils auf der linken und rechten Seite Bremsscheiben eingesetzt, sowie Bremsklötze, die Federn ausgetauscht und den Stoßdämpfer. Dazu haben wir 20 Schrauben benötigt, 2 Sicherungen haben wir ausgeteilt und inklusive die Dichtung des Tankes haben wir neu gemacht. Dann haben wir dem ganzen Motor dann einmal neues Motoröl gegeben, Bremsflüssigkeit aufgefüllt und Scheibenreiniger mussten wir auch austauschen, genau. So, dann kommt dazu, dass wir einmal die 1000 Meter Anfahrtsweg hatten, inklusive die 1000 Meter Abschleppweg. Wären wir bei einem gesamten Betrag von $12.683. Gut, ne? Kann man nichts machen. Besser als kann man nichts gegen machen. Aber zum Glück war es ja heute letzter Arbeitstag gewesen. Da wieder Geld da. Ja. Super. Möchten Sie das Ganze bar oder mit Karte zahlen? Suchen Sie es aus. So. Wunderbar. Dann kriegen Sie hier von mir einmal Ihren Schlüssel zurück und der LKW steht dann auf den LKW-Parkplätzen hier vorne auf der linken Seite. So, vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Der nächste. Hallo. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich bin mit dem RS5 hier und ich bräuchte einmal einen Satz neuer Reifen. Kaputt gefahren. Mal anschauen. Alles klar. Lassen Sie mal kurz vor auf den Hof gehen, dann gucken wir uns das mal an. Oh, ein Trecker steht hier doch, okay. Leute, schleppen ja, auch alles zum Rack hier. Hier kommt alles hin. Selbst Flugzeuge und Hubschrauber. Ach du Scheiße. So, ich mache ihn die. So. Dann lassen Sie mal gucken. Ja, wenn wir einmal aufgemacht, können Sie. Ja, wir gucken erstmal die Reifen so an. Ach, perfekt. Alles klar. Wie alt sind die Reifen?
Ich war, lass mich überlegen, vor 2, 2,5 Wochen circa habe ich ihn mir neue draufziehen lassen, aber mein Fazit ist nicht der beste, sag ich mal. Na, okay, das merkt man. Gut, ich würde es jetzt folgendermaßen machen. Ich würde Ihr Fahrzeug gerade hinten mit in die Werkstatt nehmen, würde dem Fahrzeug dann gerade 4 neue Reifen aufziehen und den Wagen dann wieder rausbringen. Perfekt, warten wir. Soll ich ihn direkt einfach anmachen oder soll ich ihm mal Wenn Sie mir gerade die Schlüssel geben, wäre das natürlich am sinnvollsten, ja. So, wenn Sie mögen, dürfen Sie im Eingangsbereich gerne Platz nehmen. Genau, Können sich selbstständig dann aus dem vornehmen. Automat. Bitte? Vorne einfach auf die Bänke dann, wa? Genau, ja. Also ich denke, ich brauche circa 5 Minuten, dann ist das Ding fertig. So, dann hier einmal der Schlüssel. Super, Ja, dann dann bin war ich ich fertig. sofort wieder draußen. Bedanke mich, bis gleich, tschüss. Entschuldigung. Schnell, perfekt. Jo, so, der Wagen hat dann einmal 4 neue Reifen bekommen. Pro Reifen macht das Ganze dann $150. Dann wären wir bei einem Gesamtpreis von $600. Perfekt, ich würde mit Karte zahlen, bitte. Aber selbstverständlich. Dann nochmal den PIN eingeben. Lass mal. Ja, so, zack, und geht's. Ja, perfekt. So, Mann, hätte ich was beim Brief vergessen. Wunderbar, dann kriegen Sie hier noch Ihren Schlüssel wieder. Und Dankeschön. dann wünsche ich eine gute und sichere Fahrt. Dankeschön, Ihnen auch noch einen schönen Dienst. Danke ebenso. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Zuschauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Es ist nicht ganz so actionreich wie bei der Polizei, ich weiß, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen bei euch, der sich dafür trotzdem interessiert, was wir hier so Schönes gemacht haben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch mal einen Kommentar in der Kommentarebox da. Bewertung ist auch gerne gesehen. Ja, dann weiß ich, ob es euch gefällt oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Allison Burger. Arrivederci. Ciao.